willkommen, liebes Bulli-Universum, nach sehr langer Ewigkeit sehen wir uns heute mal wieder. Denn heute ist es soweit, Vlog Nummer 100, meine Damen und Herren. Wir schreiben heute den 18. Juni 2024 und heute geht's auf die Dreamer Palace. Aus dem Grund sind einige Gäste geladen, aber alle haben abgesagt. Deswegen bin ich heute allein auf dem Dreamer. Genau, dafür gibt's eine 100-Strike-Challenge. Ich werde schauen, wie viele Würfel ich brauche für 100, also zum 100-Special. Gibt es die 100 Strike Challenge. 6 Bälle kommen mit. Viele haben wir davon noch gar nicht gesehen. Den Sublime haben wir schon mal gesehen. Black Widow 2.0 Hybrid noch nicht. Absolute Power noch nicht. Den New Blue Hammer noch nicht. 78 U von Storm. Und den Alter Gravity. Gut, dann lass uns nicht so viel Zeit verlieren. Es wird eine sehr lange Folge werden wahrscheinlich. Also ob ich es überhaupt schaffen werde, ist die Frage. Denn ich habe nur 3 Stunden Zeit für 100 Strikes. Mal schauen, ob ich schaffen werde. Gut, dann sehen wir uns auf dem Rainbow wieder. Tschüss, bis dann. So, wir sind auf der Bahn angekommen. Jetzt wird erstmal gedehnt und dann zeige ich euch, wie ich dann einstellen werde. Erstmal 99 Würfel, denn man kann nur maximal bis 99 Würfel einstellen. Und dann werden wir uns dann natürlich im Laufe des Tages alle 10 Würfel dann sehen. Wenn wir dann nach oben kommen, dann zeigen wir, wie viele Strikes ich gemacht habe in den nächsten 10 Würfen. Bis ich die 100 Würfel geschafft habe. Oder 100 Strikes geschafft habe vielmehr. Na gut, bis gleich. So, 10 Trainingswürfe, 5 Strikes, also 50%. Dann wäre ich schon zufrieden, wenn ich 200 Würfel brauchen würde für die 100 Strikes. Stell ich nochmal ein, nur dass es geht. Darf ich da hinfilmen? Also wie gesagt, ich kann leider nur 99 machen. Im Optimalfall mache ich gleich 99 Strikes und dann baue ich nur noch einen. Aber es wird natürlich nicht so ausgehen. Das ist klar. Aber wir haben ja gesehen, 6 Bälle, ich habe sehr starke dabei. Ich müsste eigentlich ziemlich weit nach links gehen, das habe ich letzte Woche gemacht. Aber jetzt habe ich hier die Ballrückgabe dazwischen. Ich habe da ein bisschen Probleme. Genau, dann machen wir kurz einen Schnitt, dann sehen wir uns gleich wieder zum ersten Wurf. Ich fange an mit dem Absolute Power. So, jetzt geht's los. Erster Wurf. Alle zu Würfel sind immer noch oben. Sehr starker asymmetrischer Ball. Der 7er fliegt noch auf den 10er rüber. So, 4 von 4. Wo ist das? Ja, das ist. Aber scheiße. So, 7 von 10, ich brauche nur noch 93. Ich bleibe erstmal mit Absolute Power. Yeah,
Al Wechselhausen zu bleiben. Von 30. Das lässt langsam nach. Vielleicht muss ich jetzt wirklich auf New Hammer gehen. New Blue Hammer. Ei. Keine Ahnung, was ich machen soll. Wieder nach links gehen und drüber die Bahn spielen, keine Ahnung. So, 40 Würfe haben wir jetzt, 24 Strikes, also knapp ein Viertel erst. Thank you.
Film ist halt ein Black Widow. Ich kann nicht weiter nach links, ich müsste weiter nach links gehen. Letzte Woche hatte ich eine ungerade Bahn, ich konnte so schön nach von links anlaufen. Ich stand im Flugzeug. Wie war das warm? Alter Relative. Es geht da in 29,56. Oh, wohin werden wir? Wie wir sehen können, die Bahn ist so furztrocken, es passt mir gar nicht. Und ich kann nicht nach links gehen wegen der Ballrückgabe. Ich könnte schon, aber ich kann es einfach nicht. Naja, 35, also 50%, ich brauche noch 65 Strikes.
So, jetzt ist unappetitlich, 39, 80, 48%. Man sieht die Uhrzeit, ich habe fast keine Zeit mehr. $42.90. $51.99. Okay, kleiner Schnitt. So, 51.99, jetzt geht's wieder von Null los. Ich muss nur merken, ich habe 51.
schon wieder los. Nervt mich sowas von. 54 sind da. Kein Ritt mehr davon. Stunde 22 oder so. Wollen noch 6 Strikes. Genau, wir haben spät den Schnitt gemacht, aber ist ja nicht schlimm. Wir haben jetzt 61, 120. Thank you.
69, 139.74, 149.79, 159, 21 Strike Point.
80 Strikes, 169 Würfe und 41 Minuten habe ich noch. Mit 179, ich habe nur noch 35 Minuten. So, 15 Strikes brauche ich noch, 34. Das ist nochmal ein Ballwechsel. Der 184. Wurf.
98 Würfe, 15 Minuten verbleiben und noch 10 Strikes. Warte, warte, warte. Und ich habe 204 Würfel. Eine fucking Strike. Ich
ich aber vielleicht wieder machen. 500. Also 100 Strikes geschafft. So. Block Nummer 100 endet mit 100 Strike. Das ist brutal. Also ich hatte noch 11 Minuten Zeit. Das war mein größtes Problem. Deswegen habe ich mir dann auch nicht mehr viel Zeit gelassen. Und da vielleicht deswegen auch die Kraft. Und wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich auch bessere Würfe vielleicht gemacht. Die Bahn, nee, ich weiß nicht, bin nicht gelegt. Auch weil die Beirückgabe auf meiner linken Seite war. Ich konnte jetzt praktisch, ich musste immer außenrum gehen, Matze gesehen. Also, ich hatte für 100 Strikes 223 Würfe gebraucht. Genau, das war's also. Es gibt keine Blocks mehr, das war's jetzt, dann endgültig. Soll es mal so Duelle geben hin und wieder, dann werden wir mal ab und zu mal was sehen, aber es ist kein Block mehr. Na gut, das war's dann mit diesem Scheiß. Egal, tschüss, bis irgendwann.